So, hallo und herzlich willkommen zu Fragen und Antworten mit Implied. Das hier, was ich jetzt gerade aufzeichne, schneide ich vor das eigentliche Fragen und Antworten mit Implied Video. Also wundert euch nicht, wenn ich euch gleich nochmal begrüße, aber diese Aufnahme habe ich 3 Tage später gemacht. Und diese Aufnahme mache ich einfach nur, weil ich gerade am Überlegen war, wo kannst du das noch hinpacken? Willst du dafür jetzt wieder ein extra Video machen? Ist doch Quatsch. Ne? Du hast ein Video in Vorbereitung, das hochgehen soll, dann packst du es einfach davor und erklärst es den Leuten. Es geht um Folgendes. Ich habe heute Morgen ein Video veröffentlicht, in dem ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll vom War Thunder Forum, habe mich da nochmal so ein bisschen ausgekotzt zu diesen Leuten, die da flamen und Theater machen und habe mich, glaube ich, insofern falsch ausgedrückt. Ich habe es an den euren Kommentaren gesehen, die ich ja direkt auch bekommen habe. Ich höre nicht mit YouTube-Videos und War Thunder auf. Definitiv nicht. Ich höre mit dem Forum auf. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich da an der ganzen Sache für mich persönlich so schade finde, denn das Forum von War Thunder war ja eigentlich meine Plattform. Ich möchte ja eigentlich Neulingen, also frischen Spielern, die frisch in das Spiel kommen und Hilfe brauchen, weil wir so eine steile Lernkurve haben, Hilfestellung leisten. Und dafür habe ich eben meine Guides und meine Tutorials und auch meine Let's Plays natürlich bei War Thunder im Forum veröffentlicht und neue Leute, die dann tatsächlich sagen, so, ich möchte vorab auch ein bisschen was lernen, die gucken in der Regel ins Forum, sehen dann, da ist die Lehranstalt und da sind Guides und lesen sich das durch, und so habe ich eigentlich ganz viele von meinen Zuschauern gefunden. Diese Plattform ist nun weg, da klinke ich mich aus. Warum, habe ich in dem letzten Video erklärt. Ich mache natürlich weiter Videos, nur wird man die in Zukunft nicht mehr im Forum finden, sondern die wird man nur noch über die YouTube-Suche finden, und da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, Publikum zu bekommen. Wobei es mir letztendlich egal ist, ob ich jetzt 100 Klicks oder 1000 Klicks auf einem Video habe. Ich verdiene damit nämlich kein Geld, das ist auch so ein Gerücht. Ich verdiene mit meinen YouTube-Videos kein Geld, und ich kann euch auch kurz erklären, warum das so ist. Normalerweise dürfen YouTuber ja nicht über Einnahmen reden. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Video, wenn es dann monetarisiert worden ist, also sprich Werbung davor geschaltet wird, dass dieses Video bei 1000 Klicks gerade mal 1 Euro abwirft, plus minus ein paar Cent. Da muss man dann schon Glück haben. So, wenn wir uns jetzt meinen Kanal angucken, ich habe 60.000 Klicks insgesamt auf meinem Kanal. Das wären 60 Euro. Den Kanal gibt es jetzt seit 5 oder 6 Jahren. War Thunder Videos gibt es seit 2 Jahren. Sprich, es wäre eine Einnahme von circa 1 Euro pro Monat. Davon kann man nicht leben. Damit kann man gar nichts machen. Man würde es nicht mal merken, wenn man das Geld zusätzlich auf dem Konto hätte. So, und ich habe nicht mal Geld auf dem Konto, weil Google nämlich hingeht und sagt, wir zahlen immer erst aus, wenn jemand auf seinem Google AdSense-Konto 75 Euro oder mehr erreicht hat. So, 60.000 Klicks. Mein Kontostand ist irgendwo bei 26 Euro oder bei 30 Euro über einen Zeitraum von 2 Jahren. Das heißt, irgendwann in 3 Jahren bekomme ich dann mal 75 Euro ausbezahlt und kann dann vielleicht abends, wenn ich Glück habe, mit meiner Frau schön essen gehen. Und das war es eigentlich. Also nochmal, um es kurz zu machen, ich mache diese Tutorials tatsächlich wirklich nur, um anderen Leuten zu helfen und nicht, um damit Geld zu verdienen. Dafür müsste ich auf jedem Video 20, 30, 40, 50.000 Klicks haben. Da werde ich niemals hinkommen, ist auch nicht weiter schlimm. Mir geht es einfach darum, das Spiel für andere Leute interessant und verständlich zu machen. Und deswegen werde ich auch weiter YouTube-Videos machen und ich werde auch weiter Let's Plays machen. Nur ich werde sie nicht mehr im Forum vorstellen, wodurch mir natürlich die eigentliche Zielgruppe so ein bisschen verloren geht. Weil neue Leute eben, wie gesagt, erst im Forum gucken und sich dann da ihre Hilfe suchen. Und ich habe auch mal ein paar Mal bei YouTube so Suchbegriffe eingegeben und ich wurde eigentlich nie aufgelistet, obwohl ich so ziemlich dieselben Suchbegriffe verwende wie die großen YouTuber. Aber da liegt es dann eben auch daran, wie oft ist ein Video geklickt worden, wie oft ist ein Video geliked worden, und je mehr Klicks ein Video hat, je mehr Likes ein Video hat, umso eher schlägt YouTube es dann auch in der Suche vor. Das ist bei mir eben nicht der Fall. Das heißt, ich werde dann in Zukunft nur noch durch Zufall an neue Zuschauer kommen und kann dann nur hoffen, dass es dann auch Zuschauer sind, die diese Information tatsächlich noch benötigen und nicht alte Hasen, die so ein bisschen darüber schmunzeln, was ich hier erzähle. So, und wir machen jetzt weiter mit dem Rest des Videos. So, hallo und herzlich willkommen, nicht zu einer neuen Ausgabe Let's Play, sondern zu unserer allerersten Folge von Ich stelle mal ein paar Fragen an Implied
und der versucht die dann zu beantworten. Ist ein Experiment. Ich schaue mir jetzt einfach mal an, ob das in der Zukunft Sinn macht. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die ihr in den Kommentaren ja mir geschrieben habt, rausgesucht und versuche, die jetzt mal so ein bisschen ausführlicher zu erklären. Und da fangen wir als allererstes mit dem Punkt an, der immer wieder angesprochen wird. Ich schieße auf irgendwas, das passiert übrigens auch bei den Flugzeugen, aber bei meinem Gegner passiert nicht viel. Und dazu muss man wissen, wie die Server hier in diesem Spiel arbeiten und wie die Klienten in diesem Spiel arbeiten. So, was ist ein Klient? Klient seid ihr. Ihr seid der Kunde, euer Computer ist in dem Fall der Klient. Und dann gibt es natürlich noch den Server. Das ist die Maschine, die vielleicht in Russland steht. Ich glaube, hier in Europa, in Frankfurt haben wir auch einen für die europäischen Spieler. Da werden die ganzen Daten der einzelnen Klienten zusammengenommen und quasi an alle anderen wird dann wieder weiter vermittelt, was die einzelnen Spieler gerade machen. Und so funktioniert dann ein MMO. Das heißt also, jeder sendet sein Signal an den Rechner in der Mitte und der Rechner verteilt diese Signale wieder auf die einzelnen Computer, die angeschlossen sind. Und so kann man dann miteinander spielen. Und da gab es früher zwei verschiedene Sorten, um MMOs ja spielbar zu machen, wie man das berechnet hat. Und zwar gab es einmal die sogenannte klientseitige Berechnung. Das heißt, sämtliche Sachen, die im Spiel passieren, wurden auf eurem Rechner berechnet. Das war die klientseitige Berechnung. Und das war immer ja so ein Ding, da konnte man dann ganz wunderbar cheaten, weil ich die Daten auf meinem Computer manipulieren kann mit Zusatzprogrammen und was weiß ich nicht alles, ist für ein MMO, vor allen Dingen ein PvP-MMO, die schlechteste Variante, um ein ja, Spiel online zu stellen, indem ich die Daten von den Computern der Spieler zu Hause berechnen lasse. Dann gibt es eine zweite Variante, das ist das, was man in World of Warcraft zum Beispiel bekommt als Kunde, und das ist die Variante, wo nur der Server berechnet. Das heißt also, ihr gebt eure Tastatureingaben, eure Mauseingaben über die Online-Verbindung an den Server weiter im Rechenzentrum und der berechnet dann, wo eure Figur steht, was eure Figur gerade macht, was eure Figur in der Tasche hat, was sie angezogen hat und. Und selbst wenn ihr das Programm auf eurem Rechner löscht, geht nichts von diesen ganzen Daten verloren. Die sind nämlich alle auf dem Server gespeichert. Und zwar bis in alle Ewigkeit, beziehungsweise so lange, wie Blizzard das machen möchte. So, und Gaijin ist damals hingegangen und hat sich überlegt, was können wir denn machen, damit es einmal nicht zu ja, Problemen kommt, wenn ja, die Verbindung vom Computer zum Server gestört ist. Das heißt also kurze Lags, womöglich ganz kurze Internetunterbrechung oder sowas, damit das Spielerlebnis für den Kunden darunter nicht leidet. Und da ist Gaijin hingegangen und hat ein ganz neues System entwickelt. Das funktioniert folgendermaßen. Das gesamte Spiel, auch das, was eure Gegner machen, ist ein bisschen kompliziert, aber das gesamte Spiel, auch das, was eure Gegner machen, wird zum einen auf dem Klienten berechnet, bei euch auf dem Rechner. Das, was eure Spieler machen, kann euer Rechner nur wissen, weil er eine Verbindung zu einem Server hat, der sagt, hier, die Spieler machen gerade dies und das und das. Aber euer Rechner berechnet erstmal für sich ganz alleine das ganze Spiel, wo ihr herfahrt, wo ein Hügel ist, wenn eine Kugel fliegt und den Gegner trifft, wo der Gegner steht. So, und dann gibt es den Server. Der Server macht genau die gleiche Arbeit. Der berechnet auch nochmal alles. Der berechnet, wo ihr herfahrt, der berechnet, wo eure Kugel hinfliegt, der berechnet, wo sich die anderen Spieler befinden. So, und im Falle von einer schlechten Verbindung, das heißt also, wenn es immer mal wieder zu kurzen Lags kommt oder kleinen Verbindungsabbrüchen, dann geht der Server hin und vergleicht die Daten, die er von euch bekommt, mit seinen eigenen Berechnungen. Und wenn das dann nicht passt, dann setzt er eure Daten, die sind nämlich nur an zweiter Stelle wichtig, setzt er eure Daten zurück und sagt, meine Daten sind richtig. Und das sind dann so diese Situationen, ihr habt das sicherlich alle schon mal erlebt, dass ihr mit eurem Panzer fahrt und auf einmal, zack, bumm, steht ihr wieder 5 Meter weiter vorne und fahrt die gleiche Strecke nochmal. In dem Moment hat der Server gesagt, das, was du berechnet hast, ist nicht richtig. Der Vorteil von diesem System ist, dass ihr vor Verbindungsabbrüchen einigermaßen geschützt seid. Das heißt also, kurze Lags, kurze Verbindungsabbrüche schmeißen euch nicht aus dem Spiel. Deswegen hat man das gemacht. Der Nachteil ist, dadurch, dass euer Rechner erstmal berechnet, was los ist und der Server dann da hinten eine neue Berechnung macht und sagt, ist das richtig oder falsch, kommt es eben manchmal zu merkwürdigen Dingen.
Das ist dann so der Fall, wenn der Panzer 5 Meter zurückspringt. Dann wurde diese Information, die ihr an den Server geschickt habt, korrigiert. Das zweite ist, ihr habt es vielleicht bei den Flugzeugen schon mal oft erlebt, da sieht man diesen Effekt nämlich ganz wunderbar. Ihr fliegt direkt hinter einem anderen Flugzeug her und dieses andere Flugzeug wird von euch beschossen und beschossen und beschossen und beschossen. Und da passiert gar nichts. Nichts. Das liegt einfach daran, dass euer Computer zwar berechnet, dass ihr euch direkt hinter dem anderen Flugzeug befindet und dass eure Kugeln, die ihr abschießt, dieses andere Flugzeug treffen. Der Server sagt aber, passt nicht. In Wirklichkeit ist wahrscheinlich das andere Flugzeug 2-3 Meter an einer anderen Stelle und eure Kugeln fliegen tatsächlich dran vorbei. Und das macht ja eigentlich das Problem, warum viele Leute vieles nicht verstehen und sagen, was ist hier los? Das kann doch gar nicht sein. Der andere, der cheatet oder hier läuft irgendwas falsch. Nein, es ist tatsächlich ein Problem, dass die Berechnung vom Server und die Rechnung von eurem Computer nicht synchron sind. Gaijin kennt dieses Problem und arbeitet daran. Das heißt also, die versuchen, diese Fehlberechnungen und diese Abweichungen noch mehr zu kompressieren, dass es also weniger Probleme gibt. Das gleiche Problem haben wir dann aber auch in den Ground Forces. Und mir ist das öfters mal aufgefallen, wenn ich ein Match spiele und ich ziele auf einen Panzer und bin dann genau in seiner Mitte von seinem Turm. Die Umrandung ist drumherum alles perfekt. Das kleine Kreuz leuchtet auf. Ich drücke ab und es passiert nicht viel. Und dann gucke ich mir hinterher das Replay an. Ich zeichne ja jedes Spiel mit der Replay-Funktion auf. Und im Replay, wo dann wirklich nur mein Rechner das berechnet und nicht mit dem Server kommuniziert, sehe ich dann auf einmal, dass ich gar nicht wirklich auf den Panzer gezielt habe, sondern ganz, ganz leicht daneben. Weil dann nicht mehr dieses Miteinander kommunizieren da ist. Das heißt, die Daten, die ich jetzt gerade hier aktuell gespeichert habe, das sind die Daten aus dem Spiel. Und jetzt kann ich sehen, wo ich wirklich hingeschossen habe. Und dann wird mir der Panzer, der Gegnerpanzer, auf einmal auch an der richtigen Stelle angezeigt. Und ihr habt das bestimmt bei mir schon in dem einen oder anderen Let's Play gesehen, dass ich auf ein Feindfahrzeug ziele und ihr denkt, wieso schießt der denn daneben? Wieso schießt der denn daneben? Wer das so ein bisschen beobachtet hat, hat das vielleicht das ein oder andere Mal mitbekommen. Das sind dann diese Sachen, wo im Spiel selbst der Server gesagt hat, nee, der Panzer steht ganz woanders als da, wo du ihn siehst. Das ist doof. Da kann man sich drüber aufregen. Man kann da aber auch mit leben, weil das Spiel ist ja spielbar. Es sind nur halt manchmal diese Situationen, wo man sich so ein bisschen ärgert. Und da kommt es dann eben zu diesen Punkten, wo ihr das Gefühl habt an manchen Tagen, boah, ich schieße auf den anderen Panzer und nichts passiert. Ich treffe den dreimal und nichts passiert. Der dreht einmal seinen Turm, schießt auf mich, ich bin platt. Ja, der hat einfach Glück gehabt. Sein Computer hat mit dem Server richtig kommuniziert, euer Computer hat mit dem Server falsch kommuniziert. Ist so. Ihr habt ja auch andere Tage, da trefft ihr alles mit dem ersten Schuss und alles explodiert. Da wart ihr dann die gute Verbindung zum Server haben und der andere war vielleicht derjenige, der gerade eine dumme Verbindung hat. Das nur mal so, um ganz kurz zu erklären, wie das funktioniert, und das erklärt auch viele, viele merkwürdige Sachen. Wenn also wirklich mal wieder merkwürdige Sachen passieren, dann erinnert euch einfach an dieses System. Ich hätte euch jetzt gerne mit kompliziertem Fachwissen zugetextet, aber was bringt das? Es hilft ja keinem. Na, das ist jetzt grob erklärt, wie es funktioniert. So, dann der nächste Punkt, was ich auch jetzt ein paar Mal gelesen habe, ist, auf einmal klappt das mit den Deutschen wieder. Ja, das klappt wieder mit den Deutschen. Das hat aber einen ganz bestimmten Grund, warum das mit den Deutschen funktioniert. Die Panzergranate 39 ist nämlich letzte Woche gepusht worden. Habe ich in einem Tutorial gesagt, ich glaube, das war sogar das Munitionstutorial, dass Gaijin mehrere Stellschrauben hat, um das Spiel zu balancen. Das ist einmal zum Beispiel die Nachladezeit von einem Panzer, den Wert, den kann ich variieren. Es ist die Explosionskraft bzw. das, was die Munition an Schaden macht, das kann ich verstellen, diese Schraube. Und ich kann die einzelnen Lebensbalken der Crew und der Module im Panzer so ein bisschen verstellen. Geht jetzt ein Modul schneller kaputt, geht ein Modul nicht so schnell kaputt. Und an diesen Schrauben wird ständig rumgeschraubt, um endlich irgendwann mal alles so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Und die Panzergranate 39 ist letzte Woche so verstellt worden, dass sie wieder mehr Schaden macht. Und das hat nun den Effekt, dass ganz, ganz viele Leute den Eindruck haben, auf einmal läuft es mit den deutschen Panzern wieder besser. Läuft wahrscheinlich auch mit den deutschen Panzern wieder besser. Bevor jetzt irgendjemand sagt, boah, was soll das denn, dass die immer an diesen Schrauben rumdrehen, das ist in MMOs gang und gäbe. Wenn ich mir das Spiel World of Warcraft angucke, das ist jetzt bald 12 Jahre alt, da wird immer noch jeden Monat an den ganzen Zaubern, an den ganzen Klassen, an allem drum und dran geschraubt, weil sie es einfach nicht hinbekommen. Ja, und das ist auch ganz normal, weil immer dann, wenn man meint, so als Entwickler, jetzt habe ich etwas hinbekommen und alles hat das gleiche Level, kommen garantiert ein paar Spieler, die wieder eine ganz tolle Idee haben, wie sie
dann doch wieder so ein bisschen mehr rauskitzeln können und schon ist man wieder unbalanced und da muss man wieder arbeiten. Und das ist hier bei den Panzern genauso. Der nächste Punkt ist Martin My Love. Ja, hat uns das geschrieben. Und zwar, was ist mit den US-Panzern? Möchtest du nicht mal wieder US-Panzer spielen? Ja, ich weiß, dass der eine oder andere hin und wieder den Eindruck hat, dass bei mir das ganze Gespiele ein wenig einseitig ist. Ist es aber nicht. Ich habe ja, meine Let's Plays haue ich so im wöchentlichen Takt raus. Manchmal sind es 2 pro Woche. Und ich weiß auch, dass ihr Abonnenten nicht alle meine Let's Plays guckt. Das sehe ich ja an den Klickzahlen. Ist auch nicht weiter schlimm, ist ganz normal. Ich gucke mir von den Leuten, die ich abonniert habe, auch nicht jedes Video an. Aber es ist doch so, dass ich alle Nationen regelmäßig spiele. Wir haben mehrere Let's Plays gehabt mit den US-Panzern. Eins davon habe ich, glaube ich, genannt. Der Sherman-Fluch ist endlich gebrochen. Also da habe ich ein paar Let's Plays gemacht mit US-Panzern. Da werde ich jetzt demnächst auch mal wieder ein paar Let's Plays machen. Aber es orientiert sich ja immer so an meinen aktuellen Forschungsprojekten. Wenn ich jetzt gerade bei den Russen irgendwas erforsche, dann fahre ich natürlich überwiegend russische Panzer. Das gleiche gilt für die Amerikaner. So, dann habe ich eine Zeit lang deutsche Panzer gefahren. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, hier machen wir jetzt einfach mal so ein Let's Play auf niedrigster Tierstufe. Was kann man damit reißen? Habe ich etliche Panzer abgeschossen, hat Spaß gemacht. Jetzt gerade habe ich eins rausgebracht auf Battle Rating 4.7 mit deutschen Panzern. Das letzte Let's Play, das rausgegangen ist, war mit dem Panther D. Also dreimal deutsche Panzer. Ich habe auch mit russischen Panzern was rausgebracht. Im Großen und Ganzen hält sich das so ein bisschen in die Waage. Der ein oder andere hat vielleicht manchmal den Eindruck, dass dem nicht so ist, weil ihr eben nicht jedes Video seht. Habt da einfach Verständnis für und guckt mal durch die Playlist. Dann könnt ihr sehen, dass alle Nationen vertreten sind. So, und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ich hatte jetzt hier einen kurzen Schnitt gemacht. Das ist eine weitere Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Das ist die Frage, warum fällt meine Besatzung ständig aus, wenn ich einfach nur hier so einen einfachen Schuss versemmelt bekomme? Es liegt tatsächlich an den Mannschaften, an den Crew-Skills. So, und ihr könnt das jetzt hier sehen. Die Vitalität ist hier der maßgebende Wert. Das gilt übrigens auch für die Flugzeuge, wenn euch da die Piloten immer rausgeschossen werden und solche Sachen. Dieser Wert beeinflusst, wie schnell eure Crewmitglieder sterben oder wie schnell sie bewusstlos werden, wie lange sie bewusstlos sind, wenn sie dann bewusstlos sind. Und ich meine, wenn man seine Crew-Skills verteilt, ist das für mich persönlich aktuell der wichtigste Wert, der Wert Vitalität. Und dann nicht nur für den Fahrer, sondern tatsächlich, wenn es geht, für möglichst alle Crewmitglieder. Ihr könnt das hier sehen, ich habe also meine Crew überall wenigstens auf 75 geskillt. Wo kommt dieser Wert 75 her? Der geistert jetzt schon ein paar Jahre im Forum rum. Da haben so ein paar Leute das einfach mal getestet, schon vor einer Ewigkeit, und haben gesagt, einen merklichen Unterschied zwischen dem ich werde bewusstlos und ich werde dem nicht bewusstlos, hat man tatsächlich erst ab wenigstens 75 Skillpunkten. Dann ist man nicht mehr ganz so oft bewusstlos, dann stirbt man nicht mehr ganz so schnell. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch, da kommt eine Kugel von hinten angeflogen, geht durch meinen Rücken, mein Wert liegt bei 65, zack, bumm, ich bin tot. Eine Woche später ist mein Wert bei 75, die Kugel kommt von hinten angeflogen, geht durch meinen Rücken, ich kratze mich einmal, alles ist gut. Aber ein Spiel muss man ja irgendwo irgendwelche Faktoren einbauen und auch wenn dieser Faktor unsinnig ist, ich meine, es gibt genug andere MMOs, da gibt es genauso unsinnigen Quatsch. Wie kann das sein, dass jemand zwischen seinen Händen einen Feuerball herbeizaubert und per Pyro-Schlag auf ein riesengroßes Monster draufknallt? Lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Das hier sind die wichtigsten Crew-Skills in meinen Augen. Muss nicht für jeden gelten. Da gibt es bestimmt Leute, die auch was anderes sagen. Die Vitalität. Und dann nicht nur, jetzt habe ich 75 erreicht, gut ist, sondern versucht diese Werte tatsächlich auf 100 zu bringen. Wichtig. Wirklich wichtig. Wenn wir jetzt gerade schon mal bei den Crews sind, der zweite wichtige Wert ist für die Leute, denke ich, sicherlich sowas wie Feldreparatur. Ihr wisst selbst, dass oft Fahrzeuge kaputtgeschossen werden und je höher der Skill-Feld-Reparatur ist, desto schneller werden die Module repariert. So, und auch da gibt es so eine komische Berechnungsformel im Hintergrund. Es hat ja jedes Mitglied hier die Möglichkeit, Feldreparatur zu skillen. Der Skill von dem Fahrer zum Beispiel, ja, der geht mit auf die Ketten zum Beispiel.
Das heißt also, der Fahrer ist in erster Linie zum Beispiel für die Ketten zuständig. Alle anderen Crew-Skills, die Feldreparatur geskillt haben, kommen auch noch mit oben drauf. Das ist eine komplizierte Formel. Das heißt also, wenn ihr öfters mal ein Problem damit habt, dass euch die Kette runtergeschossen wird, dann ist für euch der wichtigste Wert Feldreparatur beim Fahrer. Wenn bei euch öfters mal der Geschützverschluss kaputt geschossen wird, dann ist für euch der wichtigste Reparaturwert oder Feldreparaturwert der vom Ladeschützen. Wenn öfters mal euer Drehkranz zerschossen wird, dann ist der wichtigste Wert, den ihr erstmal nach oben bringen müsst, der Wert Feldreparatur beim Richtschützen. So, und so könnt ihr das dann im Grunde genommen miteinander kombinieren. Ich ziehe alles gleichzeitig hoch. Das ist so der zweite Wert, auf den man so ein bisschen achten sollte. Zielfindung und diese ganzen Sachen könnt ihr natürlich auch noch irgendwann mit dazu bringen. Was ich jedem Anfänger empfehlen würde, wäre dann der dritte Wert. Jedem Anfänger, der nicht Arcade spielt, sondern realistischen Modus. Das ist die scharfe Sicht. Ne, im Arcade funktioniert es eigentlich auch schon ganz gut. Lassen wir einfach mal dahingestellt. Ich mache mich da nochmal schlau. Zu dem Wert scharfe Sicht gebe ich euch nochmal genaue Informationen, weil wenn ich jetzt irgendwas erzählen würde, wäre das Halbwissen. Das wollen wir auch nicht. Nur so viel, wenn eure Crew ständig K.O. ist oder stirbt, dann liegt das an dem Wert Vitalität. Versucht den einfach als erstes nach oben zu bringen. Und ihr müsst deswegen nicht die ganze Zeit in dem Tiger fahren und euch da verkloppen lassen. Die Crew ist ja immer dieselbe Crew. Ihr könnt das auch in einem Tier-1-Panzer machen. Wenn ihr zum Beispiel sehr erfolgreich mit Tier-1-Panzern unterwegs seid, dann fahrt eben, um eure Crew zu skillen, ein paar Mal am Tag Tier-1-Panzer und dann sammelt ihr da auch eifrig Punkte, weil mit jedem Abschuss, mit jedem Cap, den ihr einfahrt, gehen da dementsprechend die Punkte, die euch zur Verfügung stehen, natürlich auch nach oben. Dafür muss man kein Geld ausgeben. Also ein ganz einfacher Tipp. Ihr möchtet hier einfach, dass eure Besatzung im Panzer länger leben, am Leben bleibt, dann geht hin und fahrt, wenn ihr Lust habt, Tier 1 oder Tier 2 Panzer, was euch am besten liegt, mit der Crew, die ihr skillen wollt, und pusht dann da die Punkte einfach nach oben. Eine ganz, ganz einfache Sache. So, der nächste Punkt, den wir dann ansprechen wollen, ist, dass einige Leute sagen, immer wenn gepatcht wird, wenn was Neues aufgespielt wird, dann ist auf einmal die Tastatureinstellung kaputt. Ist so ein Punkt, wo Gaijin auch weiß, dass das bei dem einen oder anderen funktioniert. Ihr könnt aber all das, was euch auf einmal fehlt, was nicht mehr funktioniert, wieder einstellen. Das macht hier oben über Menü, Steuerung, so. Und wir spielen hier im Arcade und solche Sachen eigentlich die Maussteuerung. Dann geht ihr hier oben auf Panzersteuerung, Maussteuerung, Panzersteuerung und könnt dann hier die ganzen Sachen wieder einstellen. Ja? Das heißt also, ihr könnt auch Sachen, die ihr im Moment gar nicht angezeigt bekommt, hier wieder einzeigen, so wie Sichtweitensteuerung, Fadenkreuzbeleuchtung. Das sind alles Sachen, die könnt ihr einstellen. Und wenn euch da irgendwann auf einmal eine Funktion auf der Tastatur oder auf der Maus fehlt, dann einfach das, was ihr ändern wollt, anklicken, dann eine Taste zuweisen. Das kann auch eine Taste auf der Maus sein. Und dann funktioniert das wieder. Ist, glaube ich, so leichter erklärt, als wenn ich das in den Kommentaren per Tastatur und vielen, vielen Geschreibsel beantworte. So, dann nochmal etwas, wo jetzt doch sehr, sehr oft nach einem meiner letzten Let's Plays drüber geschrieben worden ist. Das sind die Hater und Flamer. Hater und Flamer, da wollen wir uns nicht weiter mit auseinandersetzen. Ich habe ja gesagt, wir machen es jetzt einfach mal so, wenn da Themen sind, ich bringe den Videobeweis. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, euch diese Themen im Forum von War Thunder anzuschauen. Ihr könnt euch dann da natürlich auch zu äußern. Nach wie vor wäre es schön, wenn wir da so ein bisschen mehr Aktivität im Forum hätten. Die Hater und Flamer selbst sind mir aber relativ egal. Ich mache mir da keine Sorgen, so erwachsen bin ich. Das ist jetzt nicht ein Thema, das wir immer und immer weiter vertiefen müssen. Am besten ist es eben, indem man Videos erstellt und dann zusieht, dass man versucht, das Gegenteil zu beweisen oder am besten noch nicht nur das Gegenteil zu beweisen, sondern dass man den Leuten das auch erklärt, weil vielleicht lernen die dann auch was und wenn die was lernen, sind sie hinterher eventuell auch glücklich. Der nächste Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist der Punkt, Implied, kann ich mal mit dir eine Runde fahren? Ja, ich bin zwar noch kein, oder was heißt noch, ich will auch nicht hoffen, dass es jemals dazu kommt, ich bin kein erfolgreicher und bekannter YouTuber. Die paar Klicks, die ich bekomme, finde ich toll.
Es gibt da andere YouTuber, die haben eine Stunde, nachdem sie ihre Videos veröffentlicht haben, hier auch aus War Thunder schon 1000 Klicks. Da will ich nicht hin, da bin ich auch nicht. Aber es ist trotzdem mittlerweile so, dass ich im Spiel einigermaßen bekannt bin und ich letztens sogar schon das ein oder andere Mal im Chat im Spiel erlebt habe in einem Match, ey, da ist Impleet, machen wir Jagd auf den und solche Sachen. Oder Anfragen, komme ich jetzt auch in so ein Video, lädst du das hoch, was wir hier gerade gemacht haben? Und ich werde ganz, ganz oft hier oben über diese Funktion Chat angeschrieben und eingeladen. Und das ist an manchen Abenden, wenn ich dann mal online komme, ich bin nämlich nicht sehr viel online, ich mache vielleicht, wenn es hochkommt, wenn es wirklich hochkommt, 10 Gefechte am Tag, weil ich eben auch noch einen Beruf habe und eine Familie habe. Und in diesen 10 Gefechten versuche ich dann zumindest nochmal ein Video zu machen, das für euch interessant sein könnte. Wenn dann hier ganz viele Fenster aufpoppen, plopp, 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 plopp und alle wollen mit mir chatten, das kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht und das ist nicht mal böse gemeint. Ich kann es einfach aus dem Grund nicht, wenn ich mich hier mit 5 Leuten gleichzeitig im Chat unterhalte, dann komme ich nicht mehr zum Spielen. Dann sitze ich hier nur noch und bin am Tippen. Also bitte seid mir nicht böse, wenn ich das ignoriere. Das hat nichts mit Hochnäsigkeit zu tun oder sonst irgendwie was, sondern es liegt wirklich daran, dass man dann nicht mehr spielen kann. Geht nicht, funktioniert nicht, es tut mir leid. Deswegen ignoriere ich ganz viele Anfragen. Und dasselbe gilt natürlich fürs Spielen. Wenn ich mit jedem, der mich im Moment zum Spielen einlädt, spielen würde, dann müsste ich doch den ganzen Tag vorm Computer sitzen, um jeder Einladung und jeder Anfrage gerecht zu werden. Bitte versteht, dass das nicht geht. Wenn es jetzt 1, 2 Zuschauer wären, die ich nur habe und die dann hin und wieder mit mir chatten und mal mit mir ein Gefecht fahren wollen, hätte ich da, glaube ich, kein Problem mit. Aktuell ist es aber so, dass die Zuschauerzahlen leicht nach oben gehen, die Klicks leicht nach oben gehen und vor allen Dingen die Kommunikation mit euch ganz extremst nach oben geht, was ich ganz wunderbar finde. Deswegen mache ich ja dieses Video. Nur wenn ich dann mal eine halbe Stunde oder eine Stunde spiele, da kann ich nicht auch noch mit jedem ein Gefecht fahren und versteht ihr das? Also es tut mir wirklich leid und das ist wirklich nicht böse gemeint. Nur wenn ich mal nicht reagiere, versteht das einfach. Das hat nichts damit zu tun, dass ich euch nicht mag oder euch nicht leiden kann oder was weiß ich, was man sich da so alles denkt. Es liegt einfach daran, dass man irgendwann dann nicht mehr darauf reagiert, weil es ist zu viel. Es ist zu viel. Ich kann das schlecht erklären. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal sagen werde, aber es funktioniert nicht. Gut, und jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss dieses allerersten Videos, Fragen an Impleet. Ich fordere euch jetzt auf, da zukünftig unter dieses Video in den Kommentaren weitere Fragen zu stellen, damit wir das nächste Video dann auch dementsprechend gestalten können, wenn dann da Interesse besteht. Wenn natürlich kein Interesse besteht, dann lassen wir das bei diesem einen Video. Ist ja jetzt auch nicht wirklich interessant, wenn einer sich da auf dem Bildschirm die ganze Zeit einen Panzer anguckt und dazu sabbelt. Deswegen, wir gucken jetzt einfach mal, wohin das führt. Wenn es weitergeht, ist es in Ordnung. Wenn es nicht weitergeht, habe ich da auch Verständnis für. Letztendlich wollt ihr unterhalten werden. Ihr wollt ein bisschen was lernen. Und ob man jetzt gerade durch so ein Video unterhalten wird, das kann ich selbst nicht wirklich einschätzen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch auch heute wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche mir natürlich, dass ihr auch in Zukunft weiter zuschaut, dass ihr meine Videos liked und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dass ihr mir vielleicht auch ein Abo dalasst und es dann nicht nur dalasst, sondern dann vielleicht auch das eine oder andere Mal auch meine Videos anschaut. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, euer Impleet.